Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Combat Mission Battle for Normandy. Seit der letzten Folge stehen wir mit dem deutschen Panther im Feuerkampf. Wir haben einige Treffer erzielen können, sind aber auch selbst schon unter Feuer geraten, sodass sich die Situation jetzt doch sehr dynamisch und spannend weiterentwickeln wird. Wenn wir uns einmal die Stellung des deutschen Panthers ansehen und direkt zu ihm springen, uns auf die Höhe seines Turmes begeben, so wird natürlich offensichtlich, dass er hier ein ganz hervorragendes Schussfeld hat auf das gesamte südwestlich gelegene Gefechtsfeld. Also er kann weite Teile dieses Feldes bestreichen, auch unseren Anmarschweg in Richtung unserer Zielzone, und somit ist er natürlich für uns ein brandgefährlicher Gegner. Insofern ist die Bekämpfung dieses Panzers für uns eine ganz wichtige Frage und sie muss irgendwie auch gelingen. Das bringt uns aber auch zu den Schwierigkeiten und Problemen, die wir bei der Bekämpfung haben. Wir hatten das vor einigen Folgen schon mal besprochen, dass unsere eigenen Panzer nicht wirklich duellfähig sind im Vergleich zum deutschen Panther. Der deutsche Panther hat eine starke Frontplatte, eine starke Panzerung. Und diese 200 mm Frontpanzerung können wir mit unseren eigenen Kanonen nicht durchschlagen. Im Gegenzug ist unsere eigene Panzerung der Shermans nicht so stark. Und die starke deutsche Kanone des Panthers kann unsere eigene Panzerung ja wie Papier durchschlagen. Also insofern haben wir keine wirkliche Duellfähigkeit mit unseren eigenen Mitteln zur Verfügung. Und das Ganze ist doch ein relativ ungleicher Kampf. Nun gut. Bisher haben die Panzer von Sergeant Xavier und auch von Sergeant Clark auf den Panther gefeuert und eben auch Treffer erzielen können. Nachdem ihre Position jetzt vermutlich aufgedeckt ist, zumindest mal die Position hier von Sergeant Clark ist aufgedeckt, denn der Panther hat bereits auf ihn geschossen, müssen wir sicherlich unsere Stellungen räumen. Also insofern versuche ich jetzt ein wenig mit dem Panther zu tanzen. Wir feuern aus Positionen heraus, versuchen Wirkungstreffer zu erzielen und räumen dann aber auch schnell unsere Stellung, wenn sie denn aufgeklärt worden ist. Das heißt, wir werden also mit dem Panzer von Sergeant Clark die Position verlassen und uns jetzt ein Stückchen weiter in Richtung dieses Waldes in Deckung verschieben, um dann eine neue Stellung zu suchen, von der aus wir den Panther erneut behaken können. Und gleiches gilt auch für den Panzer von Sergeant Xavier. Auch er wird seine Position zügig verlassen, sich im Schutz der Bäume begeben und in der nächsten Runde sich eine neue Stellung suchen. Dennoch haben wir genügend Panzer zur Verfügung, um weiterhin auf den Panther zu schießen. Also wir sind ja an verschiedenen Positionen in doch recht geschützten Stellungen eingezogen und ich hoffe mal, dass wir den Gegner erkennen können. Ich denke, auch hier oben aus der Position von Sergeant Humans heraus sollten wir eigentlich den Panther sehr schön aufklären und bekämpfen können. Ja, das ist also das, was uns die nächsten Runden erwartet. Ein feuriger Tanz mit dem deutschen Gegner. Wenn wir uns einmal auf die rechte Flanke bewegen, so haben wir hier nach wie vor das erste Platoon unter Kommando von Second Lieutenant Redfield. Auch hier werden wir weiterhin versuchen, den Gegner in den Feldern vor uns aufzudecken. Wir hatten ja hier eine Einheit an der Bocage-Hecke gefunden und ja, werden jetzt auch zielgerichtet versuchen, hier irgendwo gegnerische Soldaten aus dem Spiel zu nehmen. In Summe haben wir hier doch eine recht sehr statische Situation vorgefunden. Und mir fällt im Moment wenig ein, wie wir uns aus dieser doch statischen Situation heraus befreien könnten. Wir ziehen auf jeden Fall mal Teile des dritten Squads weiter in Richtung Süden ist es, um dann vielleicht doch nochmal das Feld zu überqueren. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ja, und wir hatten auch in der letzten Runde unsere Munitionsträger mal vorgezogen, um ein MG-Nest hier im Bereich der Bocage-Hecke aufzudecken. Haben dummerweise einen Mann verloren, aber ich hoffe einfach mal, dass uns jetzt auch die Aufklärung hier gelingt. Ja, also die rechte Flanke ist zugegebenermaßen relativ zäh im Moment. Wenn wir uns da hingegen einmal das Zentrum ansehen, so kommen wir eigentlich relativ dynamisch vor. Wir befinden uns unmittelbar vor unseren Zielgebieten. Das ist ja einmal Crossroad in diesem Bereich und Crossroad North etwas weiter nördlich.
Bisher haben wir relativ unbeschadet vorrücken können. Wir sind also noch nicht unter Feuer aus der Ortschaft herausgekommen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt in dieser Runde weiter einsickern können. Zumindest sind das mal die Befehle, die wir erteilt haben. Das dritte Platoon unter Kommando von Second Lieutenant Hare wird also weiter vorrücken. Wir werden die nächsten Gebäude besetzen. Ja, und uns auch ein Stück weit hier oben an diesen Schützennestern positionieren, die ja auch Gott sei Dank leer sind, um einfach einen gewissen Feuerschutz auch mit dem Panzer weitergeben zu können. Also ich habe hier verschiedene Target Arcs eingerichtet. Und dann haben wir noch das zweite Platoon der E-Kompanie unter Kommando von Second Lieutenant Butter. Auch ein Mann, den wir von der ersten Runde an her kennen. Auch er wird mit seinen Einheiten weiter einsickern in die Stadt hinein, in das Dorf hinein. Ja, und so werden wir jetzt unsere Zielzone Schritt für Schritt in Besitz nehmen. Ja, das vielleicht zum Zentrum. Ja, auf der linken Flanke versuchen wir nach wie vor eine deutsche Einheit zu erspähen, die sich hier oben befindet. Das ist uns bisher nicht gelungen. Die scheint wohl sehr gut versteckt zu sein. Vielleicht müssen wir hier auch noch mal etwas dynamischer vorangehen. Wir haben hier ja noch einen Jeep. Das ist der Jeep von Soldat Abbott. Und ja, der hätte zumindest mal Platz, um 5 Personen aufzunehmen. Da ist so die Idee, dann steigen wir mal in den Jeep ein, preschen vor, setzen hier einen 5-Mann-Trupp ab und versuchen dann, den Gegner aus nächster Nähe aufzuklären. Das ist zumindest mal eine Idee, die ich so im Moment verfolge. Ja, was gibt es noch zu vermelden? Es gibt nach wie vor die deutsche Pack, die sich hier hinten bei dem Gebäude befindet. Wir versuchen sie mit Artilleriebeobachtern aufzuklären. Auch das hat noch nicht so gut funktioniert, aber wir geben ihnen vielleicht noch 1-2 Minuten Zeit in der Hoffnung, dass sie dann doch ihren Job machen. So viel vielleicht zur Befehlsausgabe. Ich springe jetzt als nächstes einmal zur Aktionsphase. Wir sehen uns dann gleich zu den Highlights wieder. Und wir sind zurück zur Aktionsphase und werden auch gleich einmal hier vorne im Bereich unserer Munitionsträger beginnen. Die hatten wir ja in der letzten Runde dann auch an den Waldrand herangeführt, um in Richtung Bokarschecke zu scouten. Beim Heranrobben hat es bereits den ersten Mann erwischt. Wir schauen uns einmal an, wie es denn in dieser Runde wohl so weitergeht. Schauen wir mal, von wo wir doch ein relativ gutes Blickfeld haben. Ja, ich denke, das passt. Tja. Und es kommt gleich in den ersten Sekunden der Aktionsphase erneut Feuer rein und wir verlieren den weiteren Mann. Somit ist der Trupp komplett ausgeschaltet. In Summe eine relativ ärgerliche Geschichte. Und wir sollten uns auch nochmal ansehen, von wo denn das Feuer gekommen ist. Ja. Und es kommt direkt aus dem linken Teil der Bokarschecke heraus. Das war ja genau der Bereich, den wir scouten wollten. Dafür hatten wir die Munitionsträger ja nach vorne gezogen und jetzt hat es beide Mann erwischt. In Summe muss ich sagen, war das wohl nicht so eine tolle Idee von mir. Mit Sicherheit keine der glücklicheren Aktionen. Gut, was ist weiterhin in diesem Bereich passiert vor den Einheiten von Second Lieutenant Redfield? Und da muss man sagen, es ist wenig passiert. Also wir tauschen unser Feuer mit den Einheiten hier in den Feldern und Wiesen aus, können aber unsererseits keinen Schaden anrichten. Aber Gott sei Dank erleiden wir mal abgesehen von den Munitionsträgern keine weiteren Verluste in diesem Bereich. Gut, dann springen wir auch mal zu unseren tapferen Jungs, die weiter in Richtung Montadru vorrücken sollen. Ach, das ist eine schöne Perspektive. Und los geht's. Im Hintergrund stürmt schon der nächste Trupp heran. Und auch weitere Einheiten sind schon damit beschäftigt, in die Häuser von Montadru einzurücken. Ja,
Ja, und wir erreichen hier die Sandsackstellungen. Ein erster Mann ist schon vorgeprescht. Auch diese Einheit kann jetzt wohlbehalten den Sprung zur Stellung wagen und ist damit in eine deutlich bessere Position hineingekommen. Ja, und grundsätzlich muss man sagen, dass wir bisher hier aus der Flanke heraus noch kein Feuer erhalten haben. Dann schauen wir uns an dieser Stelle... Ups, da wollte ich nicht hin. Dahin. Dann schauen wir uns an dieser Stelle nochmal den Vormarsch eines Panzers an. Und hier sind wir. Es ist der Sergeant, der Sherman von Staff Sergeant Citron. Und wir verfolgen ihn mal bei seiner Fahrt auch in Richtung Unterdruck. Unsere Jungs schön weiter nach vorne. So bekommen wir doch allmählich immer mehr Kampfkraft in die Ortschaft hinein. Links erkennt man, dass wir weitere Häuser besetzen. Ja, und damit haben wir auch mit Staff Sergeant Citron, war doch Staff Sergeant, mit Staff Sergeant Citron eine sehr, sehr schöne Position erreicht. Haben eigentlich ein schönes Schussfeld auf die Stadt und ja, hier läuft es zumindest erstmal recht erfreulich und positiv für uns. Gut, dann gab es ja noch eine Einheit, einen deutschen Trupp, der sich an der Bocage-Hecke hier versteckt hielt. Ich schalte nochmal gerade die Icons ein, dass ich ihn auch wieder... Halt, das war verkehrt. Da ist er. Dass wir ein wenig näher heranfahren können. Ja, also hier befand sich ja ein deutscher Trupp und wir haben jetzt auch Befehle ausgegeben an den Sherman von Sergeant Shulman, dass er einmal kurz auf diese Stellung legen soll. Das ist auch im Sinne des Rollenspiels okay, da Sergeant Shulman ja eine Idee davon hat, dass sich dort eine Einheit befindet und insofern kann man mal Unterdrückungsfeuer leisten. Ja, und die Hoffnung ist einfach, dass wir damit die gegnerischen Truppen in Bewegung versetzen. Ja, ein Gegenfeuer kommt von der Flanke und auch die ersten Schüsse von Sergeant Shulman schlagen ein. Im Moment feuern wir noch wirklich so ein bisschen blind durch die Gegend. Aber dann kommt Bewegung in die ganze Sache. Wir kennen hier einen deutschen Soldaten, einen zweiten. Und können sie beide auch treffen und haben damit diesen Trupp außer Gefecht gesetzt, der uns doch so unangenehm in der Flanke saß. Gut. Darüber hinaus sollten wir uns sicherlich auch nochmal die Situation bei Sergeant Clark ansehen. Er hatte ja in der letzten Runde recht schön das Feuer auf den deutschen Panther eröffnet, kam aber dann in den letzten Sekunden der Aktionsphase selber unter Feuer. Der Schuss ging erfreulicherweise zu kurz und wir haben ihn also jetzt auch an dieser Stelle einmal nach vorne und aus der Stellung heraus beordert, um ihn ein Stück weit besser in Sicherheit zu bringen. Naja, und er gibt jetzt Gas und prescht vor. Ja, man kennt hier hinten sehr schön das gute Sichtfeld des Panthers. So eigentlich müsste er einen guten Blick auf unseren Sherman haben. Ja, bei Milch nähern wir uns in die Senke, kommen immer weiter in die Senke hinein und an dieser Stelle sind wir schon mal außerhalb des Blickfelds. Und insofern haben wir unseren Sergeant Clark doch nochmal sehr schön retten können, sodass er den Kampf auch fortsetzen kann. Ja, dann schauen wir uns als Höhepunkt der Wiederholung nochmal die Situation beim deutschen Panther an. Ja.
Hier versucht er, den Sherman aufzunehmen, hat seinen Turm gedreht, aber er kann ihn nicht erkennen, Gott sei Dank. Und die Schüsse kommen herein. Vielleicht ist an dieser Stelle auch etwas abgelenkt, sodass er den Sherman von Sergeant Clark nicht mehr verfolgen konnte. Zumindest dürfte es mal nervös machen, das MG-Feuer nicht so sehr, aber wenn dann doch schon mal Einschläge von einer Kanone, von einer Granate kommen, dann darf man sich schon ein wenig mulmiger finden. Ja, und hier sehen wir dann auch das Problem, was ich ja mehrfach besprochen habe. Unsere Sherman sind nicht wirklich duellfähig, können gegen die Frontplatte nichts ausrichten. Aber trotzdem, es war ja die Hoffnung, dass wir irgendwo vielleicht einen Glückstreffer landen können. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, ist, dass wir eben eigentlich nur noch von einem Panzer aus Feuer aufnehmen. Das ist der Sergeant Humans, der von seiner Position heraus auf den Panther schießt. Ich hatte ja doch mehrere Panzer hier in Position gebracht und eigentlich auch gut überprüft, ob sie ein freies Sichtfeld haben. Das funktioniert an dieser Stelle nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte also doch gehofft, dass wir von unterschiedlichsten Stellen der Karte heraus auf den Panther schießen. Da werden wir wohl in der nächsten Befehlsphase nochmal so ein bisschen nachsteuern müssen. Also in Summe, denke ich, war es eine gelungene Phase, Aktionsphase. Gut, wir haben einen Mann verloren, den Munitionsträger des MGs bei Second Lieutenant Redfield. Das war dann doch ein ärgerlicher Verlust. Aber ja, im Moment läuft es. Wenn da nicht noch ein kleines Ärgernis passiert wäre, wende mal nur die deutschen Icons ein. Wir haben hier ja einen wunderschönen Blick auf Montadru. Wenn wir da so ein bisschen an den Rand von Montadru gehen, sehen wir hier ein deutsches Panzer-Icon ist aufgetaucht. Und das verheißt natürlich nichts Gutes. Also das Icon heißt letztendlich nur, dass dort irgendwie ein Fahrzeug steht. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und es ist einfach nur ein Sonderkraftfahrzeug. Das wäre ja ganz angenehm. Aber ich befürchte, dass hier wirklich ein Panzer nochmal steht und bei unserem Glück könnte es dann auch nochmal ein Panther sein. Das macht die ganze Situation dann nicht einfacher. Nun gut, ich mache mir als nächstes einmal zu unseren Befehlen so meine Gedanken. Wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht's. Schauen wir uns zunächst mal unsere Überlegungen an, wie wir den Panther weiter bekämpfen. Also ich muss zugeben, ich bin ein wenig enttäuscht, dass wir eigentlich von so wenigen Positionen aus das Feuer auf den Panzer eröffnen. Ich hatte da schon eher die Vorstellung, dass wir doch deutlich intensiver hier vorgehen können. Daher habe ich teilweise die Position doch nochmal neu angepasst. Das heißt, wir werden jetzt auch mit Sergeant Jones ein kleines Stückchen vorfahren, in der Hoffnung, den Panther aufklären zu können. Gleiches gilt hier auch für den Panzer von Staff Sergeant Forbes. Auch er wird sich ein bisschen näher an den Waldrand in eine Baumlücke hinein vormanövrieren. Und auch er sollte dann endlich den Panther aufdecken können. Darüber hinaus werden wir auch den Panzer von Sergeant Clark wieder vorziehen. Nachdem wir ihn ja dann doch erfolgreich aus der Schusssituation, aus dem Schussfeld des Panthers herausbewegen konnten. Er wird hier in einer Lücke zwischen den Bäumen Position einnehmen und dann hoffentlich den Panther auch nochmal aufdecken können. Nur so am Rande, er wird dem Panther dann auch an dieser Stelle seine Flanke zuweisen. Aber im Prinzip ist das auch völlig egal. Die Kanone des Panthers ist so mächtig, dass er letztendlich jeden Sherman von jeder Schussposition aus durchschlagen kann oder die Panzerung durchschlagen kann. Und es ist egal, ob wir ihm die Front, die Seite oder eventuell auch unser Hinterteil zu drehen. Insofern ist es mir wichtiger, hier doch vorzupreschen, aufzudecken, vielleicht ein, zwei Schuss abzugeben. Und dann dürfte auch die Spielminute zu Ende sein, sodass wir dann auch den Sherman in der nächsten Befehlsrunde wieder ein Stückchen zurück in Sicherheit ziehen können. Was bringen wir noch nach vorne, beziehungsweise was ziehen wir zurück? Der Sherman von Sergeant Humans hat ja doch in der letzten Aktionsphase sehr intensiv den Panther behakt und ich gehe davon aus, dass seine Position jetzt kurz davor steht, aufgeklärt zu werden.
Insofern werden wir mit ihm einfach mal ein Stückchen zurücksetzen und das Sichtfeld des Gegners verlassen. Darüber hinaus bringen wir noch zwei weitere Panzer in Position. Das ist einmal hier der Sherman von Second Lieutenant Zimmer und auch der Sherman von Sergeant Xavier. Diese beiden Tanks haben etwas bessere Kampfwerte, was ihre Kanone betrifft, und haben sogar zumindest mal theoretisch die Chance, die Panzerung im Bereich des Turmes zu durchschlagen. Und insofern macht es Sinn, auch nochmal mit ihnen etwas aggressiver vorzugehen. Ich hoffe mal, dass wir die Position dann auch ganz gut erreichen, dass wir von hier aus wirklich auch ein ordentliches Schussfeld haben. Gut. Ja, ich sagte es bereits eingangs dieser Folge. Ich versuche mit dem Gegner jetzt so ein bisschen zu tanzen. Darunter verstehe ich, dass wir eben gute Position, gute Stellung einnehmen, das Feuer eröffnen, aber auch dann schnell diese Stellung wieder verlassen, wenn sie denn aufgeklärt worden ist. Was tun wir im Zentrum? Naja, man erkennt es hier hinten ein bisschen im Hintergrund. Ich kann auch nochmal die Bäume ausblenden. Hier haben wir ein gegnerisches Fahrzeug aufgedeckt. Es könnte sich um einen weiteren Panzer handeln. Und das zwingt uns natürlich dazu, dass wir jetzt ein wenig anders vorgehen in diesem Bereich. Das Ganze sieht ziemlich wild und wirr aus, ist aber relativ einfach. Wir haben hier ja vier eigene Tanks im Vorfeld positioniert. Die werden sich jetzt so bewegen, dass sie schöne Stellungen erreichen, in denen sie eine Hull-Down-Position haben und von denen sie aus dann auch relativ gut das Vorfeld behaken können. Also versuchen wir mit den Panzern bessere Positionen zu erreichen. Ja, mit der Infanterie rücken wir einfach ein Stückchen weiter vor. Wir werden in die nächsten Häuser hineinspringen. Man sieht hier diese etwas zickigen, zackigen Bewegungen. Wir werden also versuchen, hier weitere Häuser einzunehmen. Darüber hinaus haben wir auch zwei Panzerbekämpfungstrupps abgeteilt. Das ist einmal hier das C-Team des zweiten Squads, des zweiten Platoons. Da haben wir eine Bazooka-Einheit. Und auch hier haben wir eine weitere Besuchereinheit, das A-Team des dritten Squads, zweite Platoon. Das soll also auch ja, näher an den Gegner heranrücken. Vielleicht gelingt es uns ja auch so ein bisschen hier durch die an den Häusern vorbei, durch die Bäume hindurch vorzurücken, sodass wir doch auf Nahkampfdistanz herankommen. Und wir haben last but not least erneut einen Spähtrupp abgetrennt, der sich also hier in Richtung Bäume bewegen wird, in der Hoffnung, dass wir dann hier auch den Gegner aufdecken können und hinterher wissen, mit was wir es denn eigentlich zu tun haben. Gut. Was gibt es noch? Ja, wir haben ja den Jeep nach vorne gezogen. In diesen Jeep wird jetzt ein Trupp einsteigen und dann werden wir sicherlich in der nächsten Folge sehen, wie wir mit unseren Jeeps hier in Richtung Wald vorpreschen, die aufgeladenen Truppen nochmal ausladen und dann vielleicht auch irgendwo doch mal den Gegner hier aufdecken können. Gut, was gibt es noch? Ach ja, ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, wie gut die Bekämpfung des Panthers wohl in den nächsten Minuten verlaufen wird. Hab da so meine argen Zweifel, insbesondere nachdem wir gesehen haben, wie wirkungslos eigentlich das Feuer von Sergeant Humans war, sodass ich mir allmählich einen Plan B auch überlege. Wir haben hier vorne Pioniere und die Pioniere verfügen über Demo-Charges. Mit diesen Sprengmitteln kann ich letztendlich ein Loch in die Bockagehecke hineinsprengen, sodass wir uns dann auch mit dem Panzer durchzwängen können, auch mit Infanterie. Ja, und dann könnten wir versuchen, hier über die linke Flanke heran in die Seite des Panthers zu kommen. Naja, und insofern ziehen wir natürlich jetzt die beiden Einheiten der Pios in Richtung der Hecke auch vor. Ja, im Bereich von Second Lieutenant Redfield mit seinem ersten Platoon werden wir jetzt auch nicht viel unternehmen. Einfach die Stellung halten, das Feuer aufrechterhalten und hoffen, dass wir einfach nochmal weitere Einheiten aus dem Spiel nehmen können. Soweit zu den Plänen. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt in der Aktionsphase passiert. Bis gleich. Aua, 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 aua. Tja, also ich weiß nicht, ob ich jubeln soll, denn möglicherweise gibt es auch Grund dafür. Oder ob ich nicht doch lieber in die Tischplatte vor mir beißen sollte. Denn dafür gibt es definitiv genügend Gründe, um das zu tun. Es sind in dieser Aktionsphase dann doch einige Dinge passiert, die überaus unschön sind. Aber schaut einfach einmal selbst. Ich blende mal die Icons aus
um so ein bisschen das Flair auf dem Gefechtsfeld zu erhöhen. Und wir bewegen uns hier in Richtung des Bauernhofes, der auf halber Strecke in Richtung Montadou liegt. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, und wie ihr erkennen könnt, haben wir hier einige Soldaten unterhalb der Bäume liegen. Befindet sich auch ein Trupp hier in dem Gebäude, auch ein Hauptquartier ist hier. Ja, und diese Jungs sollten jetzt vorstürmen in Richtung Montadou, um unseren Angriff entsprechend zu unterstützen. Naja, und die Wiederholung und Aktionsphase geht auch noch ganz gut los. Die Jungs kommen ganz ordentlich weg. Tja, und das ganze Spiel funktioniert gut, bis wir dann doch irgendwann unter Artilleriefeuer kommen. Und wir sehen, dass wir drei Verluste hinnehmen müssen. Hier ist ein rotes Kreuz aufgetaucht, hier und hier. Also das Ganze war doch überaus schmerzhaft für uns. Und wenn wir uns einmal die Icons ansehen, naja, dann erkennt man, dass sie wie ein Christbaum blinken. Wir haben hier einen Drei-Mann-Trupp des ersten Squads, haben einen Gefallenen an dieser Stelle zu beklagen. Auch in diesem zweiten Trupp, der ebenfalls zum ersten Squad gehört, haben wir unseren MG-Schützen verloren. Und zu allem Überfluss gab es auch noch einen Verlust im Hauptquartier. Das ist das Hauptquartier von Second Lieutenant Butea, ein Mann der ersten Stunde. Er ist ja auch von Anfang an auf dem Spielfeld. Ja, und leider hat es an dieser Stelle seinen Assistenten erwischt. Also alles in allem war das eine sehr, sehr ärgerliche Geschichte. Aber man kann gegen dieses Artilleriefeuer auch nicht wirklich was unternehmen. Also wenn wir Verluste vermeiden wollen, dann dürfen wir eben nicht vorrücken. Aber dann brauchen wir so ein Szenario auch nicht zu spielen. Wir haben eben einen Auftrag und den gilt es zu erfüllen. Und wir müssen auch durch feindliches Artilleriefeuer durchlaufen. Und da dieses Feuer doch so unplanbar und unkalkulierbar niederschlägt, niederprasselt auf uns, ja, muss man mit solchen Ergebnissen rechnen. Also, das ist der erste Punkt, über den man sich durchaus ärgern darf. Ja, und hier schauen wir einmal in Richtung des südlich gelegenen Waldes. Dort befinden sich ja die Einheiten von Second Lieutenant Redfield. Und wir schauen hier durch eine Baumlücke durch. Man kann hier im Hintergrund weitere Soldaten erkennen. Das ist auch ein Trupp, der zu dem Platoon von Second Lieutenant Redfield gehört, die sich dort im Bereich der Bockage-Hecke befinden und auch den Gegner in den Feldern und Wiesen bekämpfen. Von der rechten Seite nähert sich ein Truppius. Ja, und man hört es schon, es schlägt hier eine weitere Granate auf dem Feld ein und ein rotes Kreuz taucht hier oben auf. Wir haben also einen weiteren Mann dieses Trupps verloren. Ja, und die Jungs verlassen hier hinten völlig unzielgerichtet. Ihre Positionen sind in Panik geraten und laufen weg. Ja, und an dieser Stelle rücken unsere Pius vor. Und praktisch in der letzten Sekunde der Wiederholung schlägt hier eine Granate ein. Wenn ich den Trupp einmal auswähle, sieht man, dass wir hier alle Mann als Verlust zu beklagen haben. Es hat also auf einen Streich vier Mann erwischt. Ja, und in Summe sind das also 8 Soldaten, also 8 Mann, die gefallen sind. Und das ist schon ein erheblicher Aderlass für uns. Also doch alles in allem sehr, sehr ärgerlich. Aber das kann man kaum verhindern. Aber es sind auch ein paar Dinge ganz erfreulich verlaufen. Wir springen einmal direkt in die Ortschaft Montadou hinein. Hier befindet sich eine Scouting-Einheit in dem Gebäude. Und ich hatte euch ja die Zickzack-Linien gezeigt, mit denen sie jetzt weiter vorpreschen sollten. Die Jungs legen los. Im Hintergrund erkennt man weitere Einheiten, weitere Soldaten, die nachrücken. Wir erreichen das Gebäude.
und können es auch problemlos besetzen. In Summe eine überaus erfreuliche Aktion, denn diese beiden Jungs waren doch sehr, sehr angreifbar hier von der Ortschaft heraus, von den Häusern heraus. Hier gab es ja dann auch nochmal eine gegnerische Stellung mit einigen Sandsackanlagen. Und ja, sie sind hier über den freien Marktplatz oder zumindest mal in Richtung dieses freien Marktplatzes vorgelaufen. Also wenn sich hier gegnerische Soldaten befunden hätten, dann wären sie auch unter Feuer gekommen. Also mit anderen Worten, ich gehe jetzt also felsenfest davon aus, dass die anderen Gebäude frei sind. Abgesehen von dem deutschen Fahrzeug, was sich hier ganz hinter diesem Gebäude am Waldrand ja versteckt hält. Wir hatten ja dieses Fahrzeug gerade erst aufgedeckt und wir wissen immer noch nicht, was es ist. Kann also so ein Sonderkraftfahrzeug sein, was ja ganz schön wäre, oder vielleicht doch noch ein Panzer, vielleicht sogar ein Panther, ein weiterer Panther. Naja, wir wissen es nicht und wir werden es auch leider in dieser Runde nicht mehr erfahren. Ebenso kommt unser Sergeant Clark nochmal ins Spiel geschehen. Ich hatte euch ja seine Fahrt gezeigt, beziehungsweise seine Fahrtroute gezeigt und wir werden einfach mal an Bord gehen. Die Luke schwingt auf, damit er etwas mehr sieht. Man erkennt hier oben auch die Stellung des deutschen Panthers und wir sind doch teilweise relativ ungedeckt unterwegs. Aber uns gelingt es auch immer wieder in Deckung hineinzufahren, sodass wir bis hierher erstmal nicht aufgeklärt werden. Der Turm schwenkt schon mal in Richtung unseres Gegners. Ja, und wir erreichen eine gute Position und nehmen die Bekämpfung des deutschen Panthers auf. Ja. Diese Aktion ist schon mal sehr, sehr schön und auch ordentlich verlaufen. Aber das ist eigentlich gar nicht der Grund, warum ich möglicherweise jubilieren kann und möchte. Wir werden uns einmal in Richtung des Panthers bewegen, der sich ja hier oben auf dem Hügelkamm findet. Ich hatte es euch ja eben schon gezeigt. Und hier ist das feindliche Kampffahrzeug. Der Beschuss geht los. Ein Schuss schlägt ein, der zu kurz gegangen ist. Ja. Und ihr hört und seht hier den Volltreffer, es hat einmal heftig gescheppert. Und wenn wir uns das ein wenig mehr aus der Nähe ansehen, dann erkennen wir, dass wir hier einen Treffer an der Mündungsbremse gelandet haben. Ja, und ich hoffe mal einfach, dass dieser Treffer jetzt die Kanone des Panthers außer Gefecht gesetzt hat. Also es sieht hier zwar relativ glatt und, naja, ordentlich abgeschliffen aus, aber was ist denn in der Realität passiert? Also hier ist ein Geschoss eingeschlagen und dieses Geschoss wird mit Sicherheit das Metall der Mündungsbremse verzogen haben. Dort wird irgendwie ein Grat entstanden sein oder ähnliches. Und naja, wenn man nun versucht, durch diese verzogene Metallränder durchzuschießen, weiß ich nicht, ob das so gesund ist. Also ich hoffe mal, dass dieser Treffer jetzt den Panther doch, ja, in Anführungsstrichen erledigt hat. Er stellt natürlich noch eine Gefahr dar. Er verfügt über MGs und kann natürlich mit seinen MGs jetzt auch unsere Infanterie nochmal unter Beschuss nehmen. Aber das ist dann ein eher geringfügiges Problem. Also, tja, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt an dieser Stelle schon jubeln kann oder ob es verfrüht ist. Aber wir werden das mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Aktionsphasen sehen. Und mal ein starkes Indiz dafür, dass das eigentlich schon ein wirklich, ja, sauberer und auch entscheidender Treffer gewesen sein könnte, ist das weitere Verhalten des Panthers in den nächsten 48 Sekunden. Also unsere Treffer schlagen hier ein. Der Panther versucht auch immer wieder ein Ziel aufzunehmen. Er schwenkt mit seiner Kanone hin und her.
Aber es kommt kein Schuss. Er dreht sogar einmal komplett herum, wen er auch immer da wohl entdeckt haben mag. Aber die nächsten Treffer lenken ihn schon wieder ab. Ja, und das war's dann auch für diese Wiederholung. Ich denke, ihr könnt nachvollziehen, warum ich zum einen doch wirklich sehr, sehr gerne in die Tischplatte vor mir beißen möchte. Denn die 8 Mann, die wir hier in dieser Runde verloren haben, die tun schon richtig weh. Und sie sind dann letztendlich auch alle durch Artilleriefeuer aus dem Spiel genommen worden. Ein bisschen tröstlich ist, dass man da wenig gegen machen kann. Dass es ein einfaches Zufallsergebnis ist, was an dieser Stelle passiert. Aber ärgern tut einen das schon doch. Und auf der anderen Seite ist natürlich dieser Glückstreffer beim Panther entstanden. Kann er noch seine Kanone benutzen, ja oder nein? Das ist hier die Frage. Nun gut, und mit diesen Gedanken möchte ich mich gerne von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Papa Bär.